nervous to be in. You wanna come around you. Hello. That's nice. Hey. Heute. Wow. 23 Grad hier in Travemünde. Das Wetter hält. Und liebe Kinobesucher. Die einen oder anderen haben schon gemerkt, er ist schon hier eingetroffen auf dem Areal in Travemünde. Und ich habe tatsächlich behauptet, wir haben das tollste Publikum. Und das müssen wir jetzt einmal bitte beweisen. Bitte. 75% Applaus für Till Schweiger hier in Travemünde, jetzt! Da war ein Missverständnis. Ich habe gesagt 75%. Gut, dann gehen wir gleich in die Vollen. Liebes Travemünde-Publikum, 100% für wen? Für Till Schweiger! Herzlich willkommen! Ich sehe, er bahnt sich seinen Weg in Richtung Bühne. Und liebe Gäste, keine Sorge, es werden alle gut sehen können, denn wir werden nachher auch die Banner wieder wegnehmen, sodass auch die erste Reihe volle Fahrt und vollen Blick auf die Leinwand frei hat. Also für alle beste Sicht. Und ich merke schon, er kommt gar nicht richtig weiter bis zur Bühne. Er wird sich da durchkämpfen. Gut. Ihr habt doch alle gewartet, es sei euch vergönnt. Und dann in wenigen Minuten begrüßen wir hier in Travemünde auf unserer Bühne unsere Moderatorin Nina Eichinger, die mit Till Schweiger noch ein bisschen plaudern wird, bevor es dann losgeht mit dem Filmstart. Wir freuen uns. Freut ihr euch auch? Empfinde ich das nicht als Stress. Das Drehbuch habe ich zusammen mit einem Co-Autor geschrieben, basierend auf einem dänischen Film. Ne? Also insofern wäre das jetzt absurd zu sagen, ich habe das alleine geschrieben. Und ja, ich habe es inszeniert, das stimmt schon, habe auch mitgespielt und den Film auch geschnitten. Aber ja, es macht mir wahnsinnigen Spaß und ich glaube, uns ist ein sehr guter Film gelungen. Und man kriegt ja auch, also ich stelle mir so, man muss einmal ganz kurz sagen, hattest du schon mal eine Drohne, die dich gefilmt hat? Es ist irgendwie, ich habe, es ist das erste Mal, dass ich eine Drohne über mir habe. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man ununterbrochen dieses Bzzz hört, oder? Na, ich bin es von unseren Dreharbeiten eigentlich gewöhnt mittlerweile. Habt ihr da solche Dinger? Ja, die sind ein bisschen größer. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass sie größer sind. Aber die ist, sie ist penetrant, fast wie eine Wespe. Sollen wir sie abschließen? Weg war sie. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Wir waren beim Selbermachen. Ich habe, wenn man so viel macht, hat man natürlich auch eine ganz andere Kontrolle und ein Film hat eine ganz andere, würde ich sagen, eine ganz andere Unterschrift. Also wenn du selber schneidest, wenn du selber Drehbuch machst, also du kannst ihm natürlich ganz anders deinen eigenen Stempel aufdrücken. Ist dir das wichtig? Ist das auch, wo du sagst, das ist so ein bisschen, also ich will auch danach, ich will nicht nur vor der Kamera sein, ich will eben im Ganzen ein Teil davon sein und ich finde es auch wichtig, dass ich da mitreden kann. Also war das immer was, wo du gesagt hast, da will ich auf jeden Fall hin? Naja, ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass man als Schauspieler kein Mitspracherecht hat. Man kann 1000 Ideen haben und beim bewegten Mann bin ich zum Regisseur gelaufen und habe gesagt, hey, ich habe eine super Idee und er so, lass mal stecken. Bei Männerpension, bei Manta Manta hatte ich 1000 Ideen und die haben immer gesagt, nee, das ist mein Film, lass mal. Ne? Ja, genau. Und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, dass du deine eigenen Geschichten erzählen willst, dann hast du nur die Möglichkeit, hinter die Kamera zu wechseln. Also es geht mir nicht darum, dass ich alles in einer Hand habe, aber ich will halt meine Geschichten erzählen und die will ich so konsequent wie möglich erzählen und deswegen ist das so, wie das ist. Das finde ich toll. Du bist auch bekannt dafür, dass bei dir oft Freunde oder Familienmitglieder mitspielen. In diesem Fall spielt Lilly mit. Wie war das? War toll. Ist da ein Unterschied jetzt zum Beispiel zu Emma? Ja klar, weil die zwei sind zwar Geschwister, aber sie sind total unterschiedliche Menschen. Sind im selben Fleisch und Blut, aber haben jeder ihren eigenen Charakter und es war mit beiden trotzdem eine Riesenfreude zu arbeiten. Und was hat Lilly jetzt in dem Film für dich ausgemacht? Also gibt es da irgendeine Anekdote oder eine Geschichte, wo du gesagt hast, das hätte ich ihr so davor gar nicht zugetraut oder da habe ich sie nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt? Ist ja doch was anderes, wie wenn man zu Hause am Abendessentisch sitzt. Ja, ich habe immer gesagt, also am Set hören die Töchter auf mich mehr als zu Hause.
Also, nicht, dass ich es ihr nicht zugetraut habe, aber sie wollte ja nie spielen. Ne? Sie hat immer gesagt, sie will das nicht. Und es ist ja, wird ja bei uns in der Familie wird keiner gezwungen, noch nicht mal zu küssen. Und plötzlich hat sie gesagt, ich möchte das mal ausprobieren. Und hat ein Casting hingelegt und hat alle überzeugt und hat das ganz bezaubernd gemacht. Toll. Meinst du noch, da kommt noch mehr? Also auf jeden Fall im zweiten Teil spielt sie wieder mit, ja. Das ist nämlich das nächste. Das Ganze ist jetzt schon auf drei Teile festgelegt. Also das ist der erste, aber es sind jetzt schon fest zugesagt, dass es zwei weitere Filme geben wird. Warum? Also das ist ja auch ungewöhnlich, dass man direkt sagt, okay, es gibt auf jeden Fall noch zwei Teile mehr. Ja, warum? Naja, wie gesagt, das basiert auf einer dänischen Trilogie. Und wir haben halt die Remake-Rechte an allen drei Filmen erworben. Mittlerweile habe ich schon eine tolle Idee für den vierten Teil und mal gucken, was passiert. Also es sind drei schöne Geschichten und waren in Dänemark extrem erfolgreich, auch in anderen europäischen Ländern, die diese Trilogie schon wieder auch nachgemacht haben in ihrer eigenen Landessprache. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Deutschland noch einen zweiten Teil machen werden. Super, wo habt ihr eigentlich gedreht? Wir haben gedreht in Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und also Mallorca. Und Mallorca, okay. Also Deutschland und Mallorca. Was war denn für dich, oder gibt es in dem Film jetzt, wenn man auch im Schnitt dann rückblickend hat, gibt es da so eine, was ist denn dein Baby? Welche Szene ist so das, wo du sagst, ach, weiß ich nicht, da hatte ich am Anfang die meisten Zahnschmerzen oder das ist das, wo ich jetzt im Nachhinein am stolzesten bin, weil ich es mir davor gar nicht vorstellen konnte. Also gibt es so eine Anekdote oder eine Szene, wo du einfach sagst, das ist so für mich, da habe ich mich ganz besonders drüber gefreut oder das war so das, was mir wichtig war, was drin bleibt im Film? Nee, weil eigentlich, wenn ich dann im Drehbuch sage, das ist jetzt so gut, dass ich das verfilmen werde, dann habe ich dann auch keine Angst mehr davor. Also wenn ich das Gefühl habe, das Drehbuch ist nicht gut genug oder die Szene, dann drehe ich sie erst gar nicht, dann schreibe ich so lange dran rum, bis ich das Gefühl habe, dass es dann passt. Nee, also das ist so... Also eine Lieblingsszene? Ja, weißt du, gibt's so ganz ehrlich so viele Lieblingsszenen in dem Film. Also ich wüsste jetzt nicht, welche ich da rausholen soll. Okay. Wir schauen heute, wir haben jetzt schon gesagt, 24 Minuten lang erstmal Klassentreff 1.0 sozusagen. Und dann schauen wir aber barfuß, weil wir natürlich auch noch einen Film anschauen. Wieso hast du barfuß ausgewählt für heute Abend? Ja, Sinister hat mich ja gefragt, welchen Film ich zeigen möchte, ob ich Honig im Kopf zeigen möchte. Sag ich, nee, Honig im Kopf, der war jetzt schon so viel auf Open Airs und so und im Kino auch so mega erfolgreich. Und Barfuß war der Film, mit dem ich zurückgekommen bin nach Amerika, nach 8 Jahren Amerika. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und damals war ich noch jung und hübsch. Nein, Quatsch. Jetzt bist du nur noch schön. Wirklich ein wunderschöner Film und ich finde, er passt an den Strand barfuß, passt eigentlich super hierher. Ja, passt super. Und weil der Film eigentlich, glaube ich, mein zeitlosester Film ist, so wie er gemacht worden ist. Ich freue mich auch wahnsinnig auf ihn. Wir haben vorhin gesagt, er ist jetzt über 10 Jahre alt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass wir ihn heute hier anschauen können. Finde ich super. Gute Wahl getroffen und vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Das bedeutet, wir dürfen diesen Abend jetzt langsam auch wirklich eröffnen. Und das bedeutet, wir kriegen jetzt erstmal einen Countdown. Dann werden wir, ihr alle, die hier schon mal waren, wisst das, den Buzzer betätigen. Und dann wird dieses ganze Open Air offiziell damit eröffnet. Insofern sage ich jetzt, der Countdown läuft. Wir gehen rüber zum Buzzer. Da ist er schon, er leuchtet so schön rot, nur für dich. Du haust drauf so fest. Na bitte nicht so fest, ich sehe das Ding schon splittern. Warte. Wir haben jetzt erst den Countdown, gell? Ja. Und der Countdown läuft.